Spiele in der Vorbereitung sind nur Tests. Und dennoch hingen nach dem Spiel die Köpfe der Schalker Profis. Gerade Freundschaftsspiele gegen Top-Gegner wie den Tabellenführer Bayern München sollen Aufschlüsse darüber geben, wo es noch fehlt. Und das haben die Süddeutschen bei der 0:5 Niederlage den Königsblauen aufgezeigt. Vor allem die Umschaltbewegung von uns hat die Räume zugelassen für Bayern. Das war das Problem. Nicht unbedingt der Kombinationsfußball. Sie haben es einfach geschickt verstanden oder mit hohem Tempo das Umschaltspiel vor allem in die Offensive. Und da haben wir schlecht umgeschaltet. Und wie gesagt, wir haben die Räume viel zu groß gelassen. Und das darf nicht passieren. Wir müssen schneller in die Ordnung und das Umschaltspiel in die gleiche oder in der gleichen Geschwindigkeit bringen, wie es auch Bayern München gebracht hat. Nichtsdestotrotz haben wir gegen Gegner gespielt, wenn ihr gesehen habt, die hat die zweite Halbzeit fast komplett ausgewechselt und da stand immer noch eine Weltklasse-Mannschaft und wir sind derzeit personell, gehen wir auf dem Zahnfleisch. Ich war froh, dass der ein oder andere Spieler überhaupt heute durchgehalten hat. Aber ich kann natürlich mit dem Ergebnis und der Art und Weise dann nicht zufrieden sein. Dabei ging es eigentlich gut los. Schalke kombinierte zu Beginn sicher und erarbeitete sich gleich drei gute Chancen. Doch der Erfolg blieb aus. Und dennoch... Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Wir haben die ersten 15 Minuten, hat auch Jupp Heynckes oben gerade schon gesagt, sehr, sehr viel Druck gemacht, vorne aggressiv draufgegangen und haben uns auch zwei oder drei gute Möglichkeiten rausgearbeitet. Nur dann haben wir es versäumt, die Mannschaft kompakt zu halten. Gegen Bayern können wir nicht über 45 Minuten vorne drauflaufen. Und bei uns war dann die Abstimmung nicht mehr da. Der ein oder andere Spieler ging drauf, die anderen sind nicht nachgegangen. Doch dann fanden die Bayern in den von Schalke unfreiwillig geschaffenen Freiräumen zu ihrem gewohnt starken Kombinationsfußball. Vor allem Franck Ribéry lief zur Höchstform auf und war von Schalkes Defensive nur im seltensten Fall zu stoppen. Dementsprechend schlecht die Stimmung bei den Spielern. Man kann gegen Bayern, darf man sich keine 5-0-Niederlage hier leisten. Das ist nicht möglich, das darf nicht passieren. Vor allen Dingen sind wir eine Mannschaft, die auch wieder in die Champions League möchten und dann... So viele eklatante Fehler zu machen, das ist natürlich nicht möglich. Dass Schalke sich am Ende zumindest nochmal Chancen erarbeitete, ist ein gutes Zeichen. Zwei Trainingstage bleiben hier in Katar, Tage, die die Mannschaft noch nutzen will. Die Zielrichtung ist klar. Unser Umschaltspiel muss besser werden. Wir müssen aggressiver, kompakter als Mannschaft arbeiten. So wie wir die ersten 15 Minuten vorne draufgegangen sind, so müssen wir es auch im Mittelfeld oder im letzten Drittel von uns arbeiten. Und da gilt es natürlich dran, in den nächsten Tagen noch zu arbeiten.